Kera Checkpoint. Die Map ist sehr hilfreich. Ich muss nur an ihnen vorbei. Das Gute ist, wir sind jetzt wieder geheilt, oder? Nö. Oh oh. Fuck! Lern auch aus meinen Fehlern nicht. Okay, bleib erstmal hier. Verdammt. Ich dachte, da kann ich hoch. Das ist unter den Schreibtisch, oder? Ach du, als ob! Ich hätte mich noch in Sicherheit bringen können. Güter. Ich muss das aber heute noch schaffen, weil sonst ist das sonst verfolgt mich das in meine Albträume. Ich muss nur an ihm vorbei. Nur. Bleiben, weil jetzt kommt sie. Nein. Und jetzt. Ich habe jetzt keine Übersicht, wann da jemand um die Ecke kommt. Kann in dem Moment passieren, wo ich hier sehe ein bisschen Lichtkegel, aber. Sagen jetzt, oder? Fuck die Wand! Was wollte ich sagen? Die Wand. Oh shit. Da geht die Puppe. Das muss doch möglich sein nach der Puppe. Weg. Okay, wo können wir jetzt lang? Hm.
Ich weiß es nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Sind gleich fertig hier. Ah, da kann ich lang. Und weiter geht's. Ach du Scheiße! Okay, jetzt kommt es zurück. Okay, wir warten. Können wir uns irgendwie dort drüben verstecken? Fuck. Ein Versuch war es wert. Verdammt. Schöner Bug. Gefressen. Okay, wir verstecken uns nicht dort. Nee, oder? Das hätten wir eigentlich doch sehen können, dass die da gute Einsicht hat. Und jetzt. Besser selber, oha. Als ob. Das ist ja gut. Hoffentlich hat das hier bald ein Ende. Und da können wir vorbei. Nicht unbedingt jetzt, wenn man sich Runden gedreht hat. Ich fürchte, wir haben noch eine weite Weg für uns. Na komm jetzt. Oh, das wird knapp. Das müsste, glaube ich, das Schlafzimmer sein. Oh je. Warum sind wir erst hier?
kann man nicht lang. Natürlich nicht. Oh Kacke. Das hält man nicht mehr aus. Ach du Heilige. Wenn sie dem Tisch lang geht. Jetzt. Ach du Kacke. Schnell weg hier. Haben wir es geschafft? Hey! Hoppla, wer viel mit Sachen um dich? Genau wie ihr Vater. Deshalb hat sie überhaupt keine Freunde. Hört auf! Du weißt, dass es war. Was stimmt nicht mit ihr? Ich muss hier raus. Ist nicht dein Ernst. Nicht vorbei. Du bist also das Mädchen, das keine Freunde hat. Lass mich in Ruhe! Du musst lieb für deinen Freunden sein. Nun. Hier. Endlich draußen aus diesem. Ich kann das nicht mehr lange aus. Warum aber nicht? Warum reden Sie von meinem Dad? Ich kenne ihn nicht mal. Nein. Keine Ahnung. Ich weiß gar nichts über ihn. Ich würde es gern. Großer Plot-Twist. Ich weiß nur, ich bin der Dad. Er ist für mich gestorben. Sehr überraschend. Manchmal frage ich mich, wie mein Leben gewesen wäre. Wenn er noch da wäre, hätte er mich Fahrradfahren gelehrt, mit mir Hausaufgaben gemacht, mir Geschichten vorgelesen? Wäre er für mich da gewesen, stolz auf mich? Wenn ich nicht weiter weiß oder Angst habe, stelle ich mir vor, was er zu mir gesagt hätte. Wo sind wir? Och nö. Am Anfang. Fühlt sich vertraut an, als ob ich schon mal hier war. Sieh dir all die Deko an. Gab's eine Party?
Bitte lass das kein weiteren Horror werden. Eine weitere Ebene. Zu erledigen. Wohnzimmer dekorieren, erledigt. Wein kaufen, ins Esszimmer stellen, check. Zusätzlich Geschenk für Rose ins Arbeitszimmer ist versteckt. Hä? sie war doch nie alt genug, um Geschenke zu suchen. Was soll denn der Blödsinn? Sie ist so winzig. Kaum zu glauben, dass sie eines Tages alt genug sein wird, mit ihrem Papa anzustoßen. Diese Stimme. Ist das Dad? Woher erkennt sie die Stimme? Hier muss ich als Baby mit meinen Eltern gewohnt haben. Ich wette, hier gibt's noch mehr Dinge mit Erinnerung an meinen Dad. Ach. Bei dem Song schlägt sie immer im Takt mit. Vielleicht wird sie Musikerin. Ob Dad ein Instrument gespielt hat? Davon kann sie einfach nicht genug kriegen. Ich wette, ich musste nie lang nach der Flasche schreien. Nicht bei diesen beiden Eltern. Ethan und... Name vergessen. Sich in Ruhe um. Und eine gute Eltern. Rose ist super wählerisch. Produkt Placement. Sie will außer Früchtebrei. Hab wohl schon immer Obst gemocht. Wie viel Geld haben die Entwickler dafür bekommen? Weh, da kommt gerade ein gleichen Christ durch die Tür. Oben? Ich gehe nachsehen. Das Bad. Erstmal duschen gehen. Das ist doch mal schön. Nach dem ganzen Horror mit den Gruppen. Das ist eine ganz besondere Melodie für uns. Das kenne ich irgendwoher. Ist schön. Kennen wir aus dem Hauptspiel. Ethan, vergiss nicht, dass Rose am 2. 6 Monate alt wird. Ich mache einen richtig guten Kuchen. Also wehe, du isst ihn nicht. Nur, dass du es weißt, ich werde ab jetzt zu jedem besonderen Anlass einen Kuchen backen. Bitte schieß viele Fotos für unser Familienalbum. Ich hab Mom schon Familienalbum gesehen. Ja. Arbeitszimmer / Humpelkammer. Keine Erinnerung hier. Habe ich hier geschlafen? Ungefähr hier. Wird ihr der Strampler etwa schon zu klein? Kaum zu glauben, wie klein ich mal war. Tja. Warte mal. Am 2. Februar wird Rose 6 Monate alt. Geburtstag rausgefunden. Dieses halbe Jahr verging wirklich wie im Flug. Ich wollte diesen Moment und meine Gefühle festhalten. Also habe ich sie aufgeschrieben.
Ich ist aber, glaube ich, ein bisschen sehr schnulzig geraten. Wäre jedenfalls peinlich, wenn jemand das lesen würde. Aber hab es also fürs Erste in eine der Kommodenschubladen getan und den Schlüssel für die Schublade hinten an mein Lieblingsfoto versteckt. Aha, ein Rätsel. Ein kleines Rätselchen. Karte zu sichern. Oh, nö. Nicht die Karte zur Sicherung. Okay, Lieblingsfoto. Ich will mich eigentlich hier nicht umschauen, weil ich habe das Gefühl, danach geht es weiter. Dann wird es wieder gruselig. Und Schlüssel ans Lieblingsfoto. Oh, ich kann nochmal speichern. Das Lieblingsfoto. Lieblingsfoto. Ich bin so dankbar, euch beide zu haben. Dad. Oh, Mord Schlüssel. Doch das Lieblingsfoto oder nicht. Nö, hier nicht. Bewahrt man denn sein Lieblingsfoto auf? Ja, wir waren doch schon oben. Könnte auch ein Lieblingsfoto sein. Ist das aber nicht. Oha. Geschenk zerstören. Ich weiß. Dafür ist sie eigentlich noch zu jung. Aber ich fand ihn süß. Frag mich, wie wir damit gespielt haben. Ist das das Lieblingsfoto in dem Bett? Findest du uns nichts? Wie schnell sie wächst. Sie wird von Tag zu Tag größer. Dieses Bettchen ist so klein. Ein Kinderbettchen halt. Spiegel verhängt, damit man bloßes Gesicht nicht sehen kann.
Ich frage mich, ob sie mir später mal ähneln wird. Ich sah so glücklich aus. Kein bisschen. Kein bisschen wird sie ihn nennen. Und ein Schlüssel. Das ist so schön hier gerade, dieses Kapitel. Dass ich weiß, dass das gleich wieder ganz, ganz schlimm wird. Ein Brief an mich? Nachdem es so gut war, kann es nur noch ganz, ganz schlimm werden. Alles Gute, kleine Rose. Mein Geschenk ist ein Versprechen. Ich bin immer für dich da, was auch passiert. Ich werde jedes Jahr da sein, wenn du deine Geburtstagskerzen ausbläst. Ich werde dir Frühstück machen und dich jeden Tag zur Schule bringen. Ich werde da sein, wenn du schlecht geträumt hast und dir vorsingen, bis du wieder einschläfst. Ich werde dich umarmen, wenn du Kummer hast und dir sagen, dass alles wieder gut wird. Du bist mein Ein und Alles. Vergiss das niemals, Dad. Niemand liebt dich. Ich hab doch gesagt. Nein. Wird jetzt ganz, ganz schlimm. Michael! Michael, hilf mir! Michael! Nein! Weißt du was? Dieses Ding, das du suchst, ist nicht hier. Du hast den reinigenden Kristall nicht? Natürlich nicht. Für das war klar. Musst du tiefer gehen. Viel tiefer. Auch das war klar. Arme Rose. Sie kann niemandem trauen. Warum tust du das? Niemand liebt dich. Und wenn du stirbst, wird niemand um dich trauern. Der Nuckel spielt. Jetzt. Er seufzt du. Let's go. Ich muss aus diesem Haus raus. Ich war zuerst da. Zuerst? Da geht's aber nicht raus. Warum will sie nur dich? Wovon redest du, verdammt? Na komm. Da ist die Tür. Hast du es deswegen nicht geschafft? Hä? Als ob. Genug gespielt. Jetzt ersäufst du! Ich war zuerst da! Zuerst? Warum will sie nur dich? Wovon redest du, verdammt? Hey, was, wie, wo, wann, warum? Wir sind hier falsch oder was? Ja, das hätte ich wissen müssen. Spätestens nach dem zweiten Mal. Ich dachte, ich kann da durch die Tür. Genug gespielt. Jetzt ersäufst du! Zuerst da! Zuerst? Was? Doch hier lang oder was? Was zum Fick? Warum will sie nur dich? Wovon redest du, verdammt?
dich an! Du bist absolut nichts wert! Was ist dein verdammtes Problem? Kleines Kind, was von Mutti geknebt wurde. Du bist einfach zu gierig. So, Freunde, da ist es nie genug. Was wird denn das hier? Zum Fahrstuhl. Stirb! Das wäre meine Gelegenheit gewesen.